Manchmal muss man einfach seine Augen schließen und fest daran glauben, dass alles gut wird. Dann in der dunkelsten Stunde wird der Himmel aufbrechen und ein gleißendes Licht zur Erde fahren. Epic Fail Saga, die Sage vom Heldentod. Und damit willkommen zu einem neuen Spiel. Es ist ein RPG Maker Projekt, ich glaube von 2003. Das RTP wird nicht benötigt, anscheinend. Hat mich auch gewundert, aber egal. Ja, das Spiel wurde mir empfohlen. Ich habe mir da mal die Screens angeguckt, die Vorstellung habe ich mir nicht durchgelesen. Ich guck einfach erstmal auf die Screens und wenn die gut aussehen, dann spiele ich es auf jeden Fall. Wenn sie schlecht aussehen, dann lese ich mir die Story durch. Aber hier sahen die Screens wirklich gut aus. Genre war, glaube ich, als Classic-Fun-RPG eingetragen. Ich weiß jetzt nicht, was ich mir darunter vorstellen soll, weil Fun, weiß nicht, keine Ahnung. Das wurde mir vorgeschlagen. Ich habe Turing Gea abonniert, wie manche wissen. Der spielt es gerade auch in einem Together. Habe ich mir aber extra nicht angeschaut, weil ich wollte mir die Überraschung nicht verderben. Also fangen wir mal an. Ich gehe jetzt aber erstmal auf Einstellung. Schönes Menü übrigens. Intro ansehen an, Spielhilfe an, Schwierigkeit normal. Okay. Und dann mal neues Spiel. Es ist schon etwas länger her, dass mich jemand darum gebeten hat, eine Geschichte zu erzählen. Für gewöhnlich habe ich für solche Dinge auch überhaupt keine Zeit, aber ich will mal nicht so sein. Hast du an eine bestimmte Geschichte gedacht? Ich habe sonst auch noch ein paar interessante Bücher hier liegen. Pum, pum. Ah, gut, gut. Du hast gleich 4 Bücher mitgebracht. Welches davon soll ich dir denn vorlesen? Wie jetzt? Ich dachte, ich spiele ein Spiel. Wie bitte? Sudoku für harte Kerle? Ich dachte, du möchtest eine Geschichte hören und nicht knobeln. Außerdem klebt da ein Wurstbrot zwischen den Seiten. Ich bin für ein anderes Buch. Jetzt, glaube ich, weiß ich, was mit Fun-RPG gemeint war. Aber ein reines Fun-RPG kann es ja nicht sein. Auf jeden Fall wäre das auf sehr hohem Niveau, was ich von den Screens her gesehen habe. Aber lasst euch überraschen, weil so viel ist auf den Screens auch nicht zu sehen. Ah, ein wahrer Klassiker. Astrid und die 7 Matrosen. Das gehört wohl deinem Vater. Du hast doch bestimmt auch etwas Erzählenswertes mitgebracht, oder? So wie es mir scheint, bleibt am Ende nur noch ein Buch übrig. Ich glaube, das wäre so ziemlich egal gewesen, welche Reihenfolge ich nehme, oder? Ein Sportratgeber, die Verlagerung von Körperfett, so bekommen sie einen Bierrücken. Jetzt weiß ich wirklich, was mit Fun-RPG gemeint war. Interessant, interessant. Vielleicht. Das kann doch nicht alles sein, was du dabei hast. Dann nehmen wir das. Was zum... Die Sage vom Heldentod. Ich habe dieses Buch ewig gesucht und es schon fast aufgegeben. Dieses Buch erzählt die Geschichte eines Mannes, der von den Göttern selbst verflucht wurde. Vom Unglück verfolgt und vom Schicksal gebrandmarkt. Dennoch ließ er sich von nichts und niemandem entmutigen. Unter all den Geschichten, die man so erzählt, ist diese etwas Besonderes. Sie bedeutet mir wirklich viel. Und man mag es kaum glauben, aber in dieser Erzählung steckt viel Wahres und ich... Aber dazu ein andermal. Ich könnte jetzt wetten, dass der irgendwie drin involviert ist. Diese Geschichte beginnt dort, wo andere Helden bereits ihr Schicksal erfüllt hatten. Also fangen wir an. Das hier ist übrigens nur eine Demo-Version, aber ich glaube 5 Stunden war bei der Spielzeit gestanden. Aber 5 Stunden Demo-Spielzeit. Die Welt war geteilt. Im kalten Norden erhob sich das Land der Menschen, das sie selbst aus Arroganz das Land des Lichtes bezeichnen, was man sehr schön sehen kann. Richtig geile Karte. Voller Verachtung beschimpften sie das südlich angrenzende Reich als Schattenlande, aber sie wussten es nicht besser, denn sie wurden getäuscht und von einem tief sitzenden Hass getrieben. Im Grunde waren sie die Opfer. Opfer! Die Schattenländler, die nicht mehr als mordlüsternde Monster in den Augen der Menschen waren, lebten jenseits der Grenze aus Nebel, die beide Reiche trennte.
Für die Menschen war es unmöglich, den Nebel zu durchqueren, da er auf sie hochtoxisch wirkte. Deshalb fürchteten sie ihn und alle Kreaturen, die ihn durchschritten. Die Angst vor dem Unbekannten war zu groß. Zu jener Zeit versuchten viele aus den Schattenlanden zu fliehen. Die Zeiten waren schwer und viele hofften sich einen Zufluchtsort hinter dem Nebel, an dem sie sich eine neue Existenz aufbauen konnten. Doch die Menschen töteten jeden, der aus dem Nebel in ihr Reich trat. Letztendlich fanden die Südländer nichts, nur den Tod. Sehr schöne Karte. Boah, fängt ja schon mal brutal an. Ich bin mal gespannt, um was es in dem Spiel geht, weil Epic Fail und dann die Sage vom Heldentod hört sich ja schon ziemlich interessant an. Gen. Wie soll Gen sprechen? Da ziehen sie sich zurück, diese dreckigen Monster. Ich wünschte, ich könnte ihnen folgen. Du weißt, dass du das nicht kannst. Der Nebel würde dich innerhalb von wenigen Augenblicken umbringen. Du hast recht. Trotzdem wünschte ich, dass ich sie auch über die Grenze hinausjagen und töten könnte. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann einen Weg finden, die Schattenlande zu betreten. Dann vertreiben wir diese Monster und beanspruchen das Land für uns. Davon träumen wir schon so lange. Also, wir spielen hier nicht so unbedingt gerade den Helden, der, der so das ideale Heldenbild hat. Er ist anscheinend ziemlich engstirnig und tötet einfach alles, was er nicht versteht. Es wird Zeit, dass wir zurück nach Phidoris gehen. Der Zustand des Königs beunruhigt mich. Blut. 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 Also die Grafik. Die Grafiken finde ich ziemlich geil. Oh, das finde ich auch ziemlich geil. Die Grenze war bereits blutgetränkt. Gen, der große Held der Menschen, verdiente sich seinen Ruhm im Kampf. Die Menschen feierten ihn und er genoss es sehr, dass sie ihm so sehr zu Füßen lagen. Was ist denn heute mit mir los? Selbst der König bewunderte ihn für seinen Heldenmut. Er verehrte ihn sogar so sehr, dass er beschloss, ihn zu seinem Thronerben zu ernennen, da er selber keinen Sohn besaß. Gen wurde auf seiner Reise stets von einer jungen Kriegerin namens Vemma begleitet. Zusammen wurden sie zu lebenden Legenden, ein Symbol der Tapferkeit, ein Zeichen menschlicher Stärke. Doch schon bald sollte der Neid eines Adligen die Geschichte in besonderer Weise beeinflussen. Denn der Bruder des Königs wollte nicht tatenlos mit ansehen, wie Gen ihm in naher Zukunft die Krone stehlen würde. Boah, guckt's euch an, ey. Guckt's euch an. Guckt euch an. Alter. Alter. Ich glaube, ich krieg gleich... Oh. Hinten dran die Bäume, die bewegen sich ja auch in unterschiedlicher... Das sieht absolut genial aus. Oh. Mit verschiedenen Geschwindigkeit, die verschiedenen Ebenen und dann... Oh. Lord Wiegald. Ich hoffe, dir ist der Ernst der Lage bewusst, Bogin. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Provinzheld vom König zum Thronerben ernannt wird. Die Ehre unseres Landes steht auf dem Spiel. Aber natürlich, mein Lord. Wo kämen wir denn hin? Wo kämen wir denn da hin, wenn ein bürgerlicher König wird? Genau. Als Bruder des Königs steht nur mir der Thron zu. Mir ganz alleine. Ich werde diesem Debakel nun ein Ende setzen. Mein Lord, was genau habt ihr vor? Wir besuchen das Bunny-Tanner-Heiligtum. Was? Aber die Bunny-Tanners sind doch alles ab Gaga und Gugu. In der Tat, sie sind alle bekloppt wie Kotelett. Aber sie besitzen etwas, das unser Problem mit Luft auflösen wird. Mann, ich bin übersteuert! Dabei habe ich extra mein Mikrofon... Nein, Häschen! Mit den Häschen hier verfolgt. Ich habe ja selber einen Hasen, beziehungsweise mein Bruder. Ey, wenn da jetzt noch eine geile Ausstiegsanimation ist, dann, dann ist es das beste Intro, das ich jemals gesehen habe. Die beste Cutscene im RPG Maker ever. Es scheint, als hätten wir unser Ziel erreicht. Bogin, öffne die Tür. Aber gewiss, mein Lord. Okay, die Animation war jetzt nicht so toll, aber wenigstens kommen die da mal raus. Anstatt gleich zur nächsten Szene zu gehen. Verlieren wir nicht noch mehr Zeit.
Natürlich, mein Lord. Übersteuert. Scheiße. Entschuldigung, darf ich ja nicht sagen. So, nun wird's ernst. Wir sollten den Glauben der Bunnytainer respektieren. Ganz gleich, wie dämlich und bescheuert es uns vorkommt, an einen Häschengott zu glauben. Matt. Also, mir ist immer noch nicht klar, was genau sie von diesen Sektenheinis wollen. Das wirst du noch früh genug erfahren. In mir kann man es ja machen. Ja, du bist halt ziemlich unwichtig. Okay, der Dialog war jetzt nicht so toll. Sehr modern. Na, Quatsch. Sehr modern, diese Bunnytainer. Bunnytainer oder Bunnytainer? Keine Ahnung. Wir kaufen nichts. Wir auch nicht. Jetzt geht's aber los. Lassen Sie mich mal, mein Lord. Mann, ich krieg den Bogen gar nicht richtig hin, so wie ich mir den eigentlich vorgestellt hatte. Egal. Hey, was soll der Mist? Das wird doch eh nichts. Wir kaufen Wir kaufen nichts! Keine Ahnung, ach Gott, Bogin, halt die Fresse. Oder Bepenner? Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber diese Situation ist auch für mich ganz neu. Da bin ich bemüht, alles richtig zu machen, damit mein Herr stolz auf mich ist. Also machen Sie es uns doch nicht so schwer. Dies ist für mich die erste Unterhaltung mit einer sprechenden Tür. Bitte haben Sie Verständnis. Jetzt weiß ich wirklich, was mit Fun-RPG gemeint war. Ich bin ein Mensch, du Depp. Ich bin Lord Wiegald und erbitte um Einlass ins Heiligtum. Ah, sagen Sie das doch gleich, Lady Arieth. Erwartet Sie bereits. Warum nicht gleich so? Hättet euren Idioten von Begleitung im Zaum. Wir dulden hier keinen Unfug. Er wird sich zusammenreißen. Habe ich nicht recht, Bogin? Sehr wohl, mein Lord. Gut, dann werde ich euch nun zu Lady Arieth führen. Oh, geile Grafiken. Lady Arieth, euer Besuch ist endlich eingetroffen. Lord... Nein, wie soll die reden? Ja, Lord Wiegald, es erfreut mich, dass ihr den langen und beschwerlichen Weg auf euch genommen habt. Es verirrt sich kaum eine Seele zu uns. Allerdings schätzen wir die Ruhe, die an diesem Ort herrscht. Lasst uns bitte sofort zum Geschäftlichen kommen. Mir liegt nichts an derartigen Plaudereien. Ihr habt es ja wirklich sehr eilig. Nun, dann kommt zu mir und ich gebe euch, wonach ihr verlangt. Ich bin übersteuert. Ihr habt mir etwas versprochen, das mir helfen soll, den Helden von Fidoris loszuwerden. Dieser Kerl darf die Krone nicht bekommen. Niemals. Ganz recht. Ich habe die Lösung für euer kleines Problem. Es wird euch allerdings etwas kosten. Alles, was ihr wollt. Und nun spannt mich nicht länger auf die Folter. Osgaldes, bring mir die Fiole mit dem Gift. Wie ihr wünscht, meine Dame. Ich danke dir, Osgaldes. Gift? Das hätte ich auch bei jedem Apotheker kriegen können. Nicht ganz. Dieses Gift ist etwas ganz Besonderes. Es ist nicht nachweisbar. Der Tod des Helden wird allen Heilern ein Rätsel sein. Und während sich diese den Kopf zerbrechen, werdet ihr der neue Thronfolger. Das klingt einfach traumhaft. Aber was ist der von euch angesprochene Preis? Sobald ihr der neue König seid, sollt ihr mir eine Stimmbandoperation zahlen. Ja, einen kleinen Gefallen tun. Aber dazu mehr, wenn es soweit ist. Einverstanden. So machen wir es. Es wäre mir übrigens eine Ehre, wenn ihr dem Bankett in Fidoris beiwohnen würdet. So können wir unseren Erfolg gemeinsam auskosten. Wie ihr wünscht, zukünftiger König von Fidoris. Die Frau geht richtig auf die Stimme. Ich brauche was zu trinken, aber ich habe hier nichts.
Gern und Wämmer erreichten nach einem langen Marsch endlich die Hauptstadt der Menschen, Fedoris. Die Lage in der Stadt hatte sich derweil weiter zugespitzt. Der erkrankte König lag im Sterben. Nun war für ihn die Zeit gekommen, den Helden zum rechtmäßigen Thronfolger zu ernennen. Damit begannen die Zahnräder des Schicksals gegeneinander zu arbeiten. Schon bald sollte das empfindliche Gefüge auseinanderbrechen. Prolog: Monster und andere Plagegeister. Der Weg war weit, aber wir sind hier und nur das zählt. Du bist nun endlich zum Thronfolger ernannt. Das ist einfach unglaublich. Dies ist die Dankbarkeit der Menschen. Ich werde sie nicht enttäuschen. Gehen wir zum Schloss. Man erwartet uns bereits. Fedoris, Hauptstadt des Menschenreiches. So, gucken wir erstmal hier ins Menü rein. Oh, Jesus. Viel zu viele Möglichkeiten. Kann ich nicht. Oh. Was ist das? Kampfhaltung. Das machen wir jetzt am besten nicht speichern. Kann ich auch nicht. Speicherpunkt. Ja. Drauf damit. Tauben fliegen weg. Geil. Ich glaube, boah. Die Musik ist so geil und es sieht einfach so Hammer aus. Ich grüße euch, Wettergen. Ihr wart lange fort. Ich hoffe, dass ihr die Monster zurückschlagen konntet. Wie geht es den Menschen? Die Leute fühlen sich sicher, weil sie wissen, dass ihr auf sie aufpasst. Ihr seid das Symbol der Hoffnung. Mit eurer Kraft wird es uns gelingen, diese widerwärtigen Monster auszurotten. Ja, wir werden die Monster zum Erdboden tilgen. Vom Erdboden tilgen. Die Menschen sollen ohne Angst leben können. Es kamen wieder viele Bestien über die Grenze und ich ließ sie meine Klinge spüren. Es ist unverzeihlich, dass dieser Abschaum in unser Land eindringt. Dafür verdienen sie allesamt den Tod. Ja, ein Tod, den sie durch den großen Helden von Fedoris empfangen sollen. Der Thronerbe. Die Adligen verkünden bereits, dass ihr nach eurer Ankunft in Fedoris zum Erben des Königs ernannt werdet. Die Leute stehen hinter euch. Keiner würde jemals daran zweifeln, dass ihr ein guter König werdet. Wenn ich die Krone trage, dann wird der Menschheit eine neue große Zeit blühen. Eine Zeit ohne Angst. Ich werde ein Reich anführen, welches kein Ungeheuer mehr fürchten muss. So und nicht anders soll es sein. Ich muss weiter. Auf bald, Held von Fedoris. Rennen kann ich nicht. Ich geh dir mal an den Arsch. Hallo? Den kann man nur von vorne anschwätzen, oder was? Edler Herr, habt ihr ein paar Münzen für mich? Mir ist kalt und mein Magen knurrt. Natürlich haben wir. Ich danke euch. Nun kann ich die Nacht in der Herberge verbringen. Ihr braucht mir nicht zu danken. In der Herberge wird man euch ein Bett und warmes Essen anbieten. Gut, dann gehen wir da auch rein. Sollten wir nicht lieber zur Burg gehen? Du hast recht, wir sollten Umwege meiden. Sag mal, ich dichte immer was dazu. Okay, dann gehen wir hier rein. Im Haus eines Fremden haben wir nichts verloren. Was sagt Monsieur hier? Wie kann er denn sprechen? Ich habe heute meinen freien Tag. Eigentlich gehöre ich zur Stadtwache. Die Stadtwache? Die Stadtwache sorgt dafür, dass die Leute in Frieden leben können. Ursprünglich bekämpften die Wachen die Monster, die in die Stadt einbringen wollten. Und das ist zum Glück nicht mehr nötig, weil wir die Grenzen beschützen. Es ist schon sehr lange her, dass dass ein Monster in die Stadt gelangt ist. Aber die Menschen brauchen sich nicht sorgen, denn kein Monster wird diese Stadt je wieder betreten.
Hehe, ein Mann, ein Wort. Der König. Der König ist schon seit langem sehr krank. Er hat dieses Land stets gut und fair regiert. Oh, trainiert? Trainiert statt regiert. Ich geb dir gleich, ey. Ah. Es ist eine Schande, dass ein so starker Mann durch eine Krankheit sterben muss. Er hat sein Leben den Menschen von Fidoris gewidmet. Ich habe großen Respekt vor diesem Mann. Ich denke, ihr werdet ein ebenso gerechter und ehrenhafter König. Ich danke euch. Auf bald. Ich wünsche euch alles Gute. Okay. Dann gehen wir speichern und... Warte, kommen wir hier runter? Natürlich nicht. Level 99! Es hieß, unsere Geschichte endet da, wo... Nee, beginnt da, wo andere enden. Also von daher mal gucken. Naja, bis zum nächsten Part. Tschüss!